OER Geschichte und Geschichten heißt eine kleine Reihe, die wir zum Abschluss von OER Info im Dezember 2020 veröffentlichen. Wir wollen mit Menschen, die dabei waren, über zentrale Ereignisse der kurzen OER-Geschichte in Deutschland bisher sprechen. 2014 ist ein Meilenstein, den wir uns heute anschauen. Dort wurde das Bündnis Freie Bildung gegründet, maßgeblich damals beteiligt und heute auch zentral ist Wikimedia Deutschland. Dort arbeiten zwei Menschen, die jetzt dabei sind, Elli Köpf und Dominik Theiß. Und ich freue mich, dass Sie mit mir gemeinsam schauen wollen, wie war das damals? Elli, magst du anfangen? An was erinnerst du dich? Wie hat das Ganze angefangen? Ja, gerne. Also ich erinnere mich vor allem vor 2014 an 2013. Da gab es eine OER-Konferenz und es begann 2012, 2013 das Thema OER in Deutschland immer mehr Fahrt aufzunehmen. Initiativen haben sich zusammengetan und es entstand bei Wikimedia, aber auch bei der Open Knowledge Foundation und Creative Commons der Eindruck, es wäre gut, wenn die sich irgendwie mal zusammentun. Und genau, dann ist das, glaube ich, entstanden, wie viele Dinge dann im Internet so entstehen. Man hat so ein offenes Dokument aufgemacht und hat mal angefangen, da Sachen reinzuschreiben. Und ja, dann kamen die OKF und wir und der CC dann zu der Idee, eine Art Aktionsbündnis zu gründen. Der Name hat sich dann immer noch mal ein bisschen gewandelt am Anfang. Da war noch die große Diskussion, kann man einen englischen Begriff verwenden? Wird der englische Begriff sich in Deutschland durchsetzen? Wenn wir heute zurückgucken, würde ich sagen, ja. Aber damals dann auch noch mal die Diskussion Freie Bildung oder OER. Und so ist dann das Bündnis Freie Bildung entstanden. Könnt ihr rekonstruieren, was sozusagen nach dem ersten gemeinsamen Doc passierte? War das gleich so eine formale Sache mit irgendwie, jetzt brauchen wir Stellen und eine Rechtsform und so weiter? Oder was waren die ersten Schritte und Überlegungen? Die ersten Schritte waren eher so die Frage, sind wir mehr so Vernetzung, Netzwerk oder wollen wir auch noch größer denken? Dann gab es ein erstes Treffen. Ich erinnere mich nicht mehr, wie viele und welche Menschen da dabei waren. Ich habe nochmal nachgeguckt. Es gibt Dokumente mit so erster Ideenfindung, Strategie, wo wollen wir hin? Und genau daraus entstanden kam dann schon so ein bisschen die Idee, es gibt zu Beginn gab es dann Partner und Unterstützer, also auch nochmal unterschiedliche Rollen. Und es wurde relativ schnell klar, es braucht auch irgendwie einen Menschen oder ein paar Menschen, die so ein bisschen mehr in die Organisation gehen, weil ganz von selber läuft so ein Bündnis dann erfahrungsgemäß doch nicht. Dazu kann Dominik bestimmt gleich noch mehr sagen, der das jetzt leitet und mitkoordiniert. Insofern, in dem ganz am Anfang, glaube ich, war noch viel Diskussion darüber. Ja, wo wollen wir hin? Wen müssen wir dabei haben? Wer fehlt noch? Wie können wir Sichtbarkeit erlangen? Dominik, kannst du gucken, was danach geschah sozusagen? Du bist heute, muss man vielleicht ergänzend erstmal sagen, der Koordinator vom Bündnis Freie Bildung und hast schon viel koordiniert. Was ist da in den letzten Jahren zu erwähnen? Genau, vielleicht wichtig auch nochmal, bevor ich dann zum Koordinator wurde, gab es das erste Positionspapier 2015. Da hat sich das Bündnis ist nochmal zusammengekommen, auch wie Eddie schon erzählt hat, ein offenes Dokument angelegt und sich überlegt, wie kann jetzt eigentlich freie Bildung, freie Bildungsmaterialien vor allem gestärkt werden in Deutschland. Und dann hat man mal ein paar Positionen zusammengeschrieben und die dann auch dann wirklich an die Politik adressiert. Also es war nicht nur ein Austausch, ein Vernetzen, sondern auch ein Impulse setzen, den Rahmen verbessern sozusagen für freie Bildung. Das Ganze hat sich dann weiterentwickelt. Das Bündnis ist von der Partner-Unterstützerstruktur zu einer Mitgliederstruktur rübergegangen. Das heißt, alle, die sich im Bündnis engagieren wollen und können, sind gleich zu behandeln. Das sind Einzelpersonen, das sind aber auch Organisationen. Jeder und jeder hat eine Stimme. Und wir haben versucht und es wurde versucht und es ist auch immer noch so, dass alles sehr, sehr na, gleich, ohne große Hierarchie zu behandeln. Es gibt eben eine Koordination und alles andere ist ehrenamtliches Engagement, so viel wie man möchte. Jeder kann mitreden, wo man will. Genau, 2018 gab es dann das zweite Positionspapier. Und das Bündnis hat sich weniger oder
hat nochmal Open Education, freie Bildung für sich nochmal neu definiert. Es ging dann nicht nur um freie Bildungsmaterialien, sondern man hat sich auch nochmal angeschaut, was steckt eigentlich noch hinter freier Bildung und was ist freie Bildung. Und ich glaube, die Zusammenfassung, mal ganz grob gesagt, ist, dass freie Bildung all die Ansätze sind, die zu einer Stärkung von gesellschaftlicher Teilhabe und zu einer Verringerung von Bildungsungleichheit führen. Da kommt dann neben dem Content, den Inhalten, dann auch noch die Infrastruktur und die Software dazu, die dann auch Open Source und offen und frei sein sollte, aber auch natürlich die Pädagogik, Open Practices, aber auch digitale Medienkompetenzen, das wurde da auch schon so mitgedacht. Genau, das wurde dann alles zusammengeschrieben in einem Positionspapier 2018, das dann natürlich auch wieder an die Politik gerichtet wurde. Wenn man das mal so zusammenfasst, 6, 7 Jahre eigentlich schon fast, ist eigentlich, glaube ich, nicht schlecht dafür, dass es, wie soll ich sagen, dafür gibt es erstaunlich wenig tatsächlich ja so Meta-Diskussionen etc. im Bündnis. Also man konnte tatsächlich immer relativ viel auf die eigentliche Arbeit verwenden. Du hast gerade mit der großen Selbstverständlichkeit die Einfachheit der Struktur beschrieben und der Abstimmungen etc. Ich glaube, da gibt es Bündnisse oder sonstige Organisationen, die in den ersten 7 Jahren deutlich mehr Meta-Diskussionen führen mussten. Habt ihr Geschichten, die sagen würde, das sollte noch auch vielleicht in die weniger formalen Geschichtsbücher von OER für die ersten 7 Jahre des Bündnisses? Habt ihr irgendwelche Anekdoten, Erinnerungen, Bemerkenswertes? Na, etwas, was mir, glaube ich, im Unterschied zu anderen Bündnissen einfällt, ist, glaube ich, dass alle, die da mit dabei sind, auf jeden Fall eine gemeinsame Idee haben. Und was es wirklich erleichtert, das merke ich immer außerhalb meiner Arbeitswelt, ist, dass die Menschen meistens es schon gewohnt sind, digital kollaborativ zu arbeiten. Und ich glaube, dass das was ist, was es dann auch ein Stück weit erleichtert, irgendwie deutschlandweit und auch vielleicht noch weiter gemeinsam Ideen zu entwickeln, weil einfach gemeinsam mal schnell was erarbeiten. Der eine macht das kurz fertig, der andere veröffentlicht es. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil, nicht nur vom Thema OER, sondern auch von der Arbeit im Bündnis, würde ich sagen. Ich glaube, das Besondere, was ich auch noch sehe, ist, dass sich die Mitglieder mögen. Also wir sehen uns in den OER-Camps, in anderen Konferenzen und es ist so ein kleines Klassentreffen. Man kennt sich ja jetzt schon seit Jahren und man arbeitet gerne zusammen. Man arbeitet auch gerne zu verschiedenen Thematiken. Wir haben zum Beispiel ja auch diese AGs zu Open Education, die wir gemeinsam mit Jointly ja auch voranbringen und 2019 auch gegründet haben. Und da kommt man einfach zusammen und hält sich, entwickelt zu verschiedenen Themen, Themenbereichen, auch Bildungsbereichen, über Projekte, Initiativen, Ideen, tauscht sich aus. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein bisschen das Besondere, auch die Vielfalt, die wir haben im Bündnis. Da fällt mir noch ein Punkt ein, nämlich dass ja diese Vernetzungsroutinen, die da sind bei vielen Mitgliedern da, die das einfach kennen, wie er legal beschrieben hat, dass man vernetzt arbeitet, kollaborativ arbeitet, ja auch wahrscheinlich auf der Metaebene hilft, weil man zum Beispiel, Dominik, von dir weiß ich, sich mit anderen Bündnissen in anderen Ländern oder Regionen der Welt auch schon vernetzt hat, von denen sich angucken konnte, wie machen die das. Von Dominik weiß ich, dass du auf solchen Treffen warst, wo auch Akteure sind, die zivilgesellschaftlich, politisch da vernetzt sind. Das ist sicher auch eine Nicht-Selbstverständlichkeit für das Bündnis Freibildung. Genau, ich glaube, es gibt total viele andere Bündnisse, Koalitionen, Allianzen in den unterschiedlichen Ländern. Ich würde aber auch sagen, dass sich das Bündnis hier in Deutschland, also das Bündnis Freibildung, dadurch auszeichnet, dass es vielleicht nicht nur Lehrer sind oder nicht nur Hochschuldozierende, sondern es ist eine bunte Mischung aus zivilgesellschaftlichen AkteurInnen, aus Lehrern, aus MedienpädagogInnen, Menschen aus eigentlich eben Bildungsbereich, was ja auch das dann nochmal stärkt. Und du hast es ja gerade schon angesprochen, die Grundsatzdiskussion, die führen wir vielleicht nicht stetig und offen, offen immer, doch, aber vielleicht nicht stetig, aber wir reden schon darüber, wir tauschen uns aus und finden dann meistens einen Konsens, wo dann alle auch dahinter stehen können. Und das heißt, unsere Positionen, die wir arbeiten, sind dann auch stark. Das heißt, man hat das schon mal getestet an ganz, ganz vielen Bildungsbereichen. Ja, und was mir noch einfällt, ist die, ich glaube, es ist auch ganz schön, dass das so niedrigschwellig ist, mitzumachen. Also es gibt keine, man muss nicht
an jedem immer alles mitschreiben, sondern dass das ja auch immer wieder wechselt. Dann ist mal der eine ein bisschen aktiver, dann ist der andere wieder aktiver. Und ich glaube, dieser Freiraum ist auch ganz wichtig, um die Motivation dann oben zu halten. Das ist kein Druck, dass man das muss. Und was ich auch noch mal sagen wollte zu dem Kern, der sich kennt, dieser Schneeballeffekt, glaube ich, der funktioniert da ganz gut. Dann geht mal jemand dahin, dann kommt da jemand dazu, dann trifft er jemand. Also es dröppeln konstant immer wieder neue Menschen ins Bündnis. Und das verfolge ich nur noch aus der Beobachtung, aber finde ich schön, weil über diesen Kern, der sich eben kennt, auch immer wieder neue Leute dazukommen. Dominik, vielleicht noch kurzes Resümee. Was hat das Bündnis erreicht? Wie viel Zeit haben wir denn noch? Das Bündnis hat meiner Meinung nach sehr, sehr viel erreicht. Wir haben uns in den letzten 2 Jahren vor allem auf nochmal die politische Impulsgebung, Setzung konzentriert. Das heißt, wir wollten mitarbeiten an legislativen Prozessen, an Gesetzesentwürfen. Wir haben den direkten Kontakt zu Bildungspolitikerinnen und Politikern gesucht und konnten da auch an einigen Teilen mitarbeiten. Und sind jetzt mittlerweile auch in einer Situation, wo wir auch angefragt werden, wo wir Rat geben sollen, wo wir kurz angerufen werden und man fragt, wie schätzt ihr das eigentlich ein? Und ich glaube, das ist eine total besondere Stellung, die wir gerade haben. Vielleicht auch eine Stellung, die wir auch über das Forum Open Education, ja, dieses Austauschformat zwischen Politik und Praxis, wo wir auch gemeinschaftlich an Konzepten, Lösungen für Herausforderungen gearbeitet haben. Das konnten wir dadurch, glaube ich, etablieren. Und ich blicke, und wir haben ja, wir sprechen hier über die Geschichte, aber ich möchte trotzdem einen Satz sagen zur Zukunft. Ich blicke, glaube ich, sehr, sehr zuversichtlich in das nächste Jahr und bin mir sicher, dass wir da nochmal die Beziehung, die Strenge, die Zusammenarbeit zwischen Politik und Praxis, Zivilgesellschaft einfach stärken können. Ganz herzlichen Dank fürs Interview an Elli Köpf und Dominik Theiß. Gerne. Danke dir.